Sabrina Rahimi. Wer es noch nicht mitbekommen hat, gestern wurde im Bundesrat mehrheitlich ein Kopftuchverbot für Beamtinnen zugestimmt. Und ich muss euch sagen, das macht mich sowas von wütend, das macht mich fassungslos und irgendwie verwundert es mich auch nicht. Ja? Weil der Appell an uns Muslimen, uns doch bitte zu integrieren, war doch bisher nichts anderes als die Aufforderung, unsere Weltanschauung doch bitte zu verwerfen. Ja, es ist doch nichts anderes. Und die Argumente dazu sind einfach nur grotesk, ja, und auch immer gleich. Es wurde bis heute mit uns, mit den Betroffenen, mit den Hauptgeschädigten nicht gesprochen, ja, die jeden Tag intersektionellen Rassismus erleben, die jeden Tag Klassismus, Sexismus, antimuslimischen Rassismus, antiasiatischen Rassismus erleben, nicht gesprochen und auch nicht gefragt. Stattdessen wird uns immer und immer wieder eine Schuld angedichtet, eine Schuld des auch unterdrückt sein, ein Gehorsam des Patriarchats. Und das sind alles irreale Zusammenhänge. Das sind Vorurteile, das sind Mythen und das sind Lügen und Hetze. Und was uns aber nicht zugemutet wird, ist die Selbstbestimmung. Ja, unser Stolz, unser Wissen, ja, unser Selbstverständnis, dass wir ein Teil und anerkannter Teil dieser Gesellschaft sein wollen und auch das Recht dazu haben. Das wird uns und wurde uns auch wieder mit diesem Gesetz genommen. Und selbsternannte Humanisten, Rassisten, Rechtsextremisten, muslimfeinde Personen haben sich gestern entschieden, gläubige Menschen aus der öffentlichen Wahrnehmung zu entfernen. Die SPD, die CDU, die CSU und auch die Grünen, ja, sind für uns Muslime und sollten für uns Muslime und sollten auch für die, ja, die andere Glaubensrichtungen leben und praktizieren und sichtbar machen möchten, ja, nicht diesem Gesetz ausgeliefert sein. Diese Parteien sind inakzeptabel und nicht wählbar. Lasst uns daher, liebe Freundinnen, viele Menschen mobilisieren, ihre Stimme gegen solche Gesetze zu erheben. Ja? Wenn ihr die Forderung aus euren Communities politisch wählbar machen wollt, gebt eure Stimme und unterstützt uns. Die Urbane, eine Hip-Hop-Partei, auf unserer Homepage die-urbane-de auf dem Reiter Wahlen 2021 könnt ihr das machen. Liebe Freundin, es ist echt Zeit, dass wir uns diese Ignoranz nicht mehr gefallen lassen. Peace.